Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar werden wir heute alles in bunt tragen. Wir haben ja schon fast alle Farben durch oder wir haben schon alle Farben durch. Ja, eigentlich schon. Falls wir eine vergessen haben, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir werden jedes Teil in einer anderen Farbe anziehen. Also, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Gollum hat mich am Bein angelenkt. Also darfst du jede Farbe nur einmal verwenden. Genau. Oha, das wird schwierig. Also ich habe schon eine schwarze Hose an, dann habe ich ein blaues Oberteil und eine grüne Jacke. Das heißt, die Farben sind schon mal weg. Genau. Aber andere Farbtöne darf ich ja dennoch benutzen. Erstmal mache ich jetzt die Halfter dran bei den Ponys. Wie ist das eigentlich, wenn ich die Jacke später ausziehe? Dürfte ich dann theoretisch zum Beispiel an Gollum jetzt die gleiche Farbe nochmal verwenden, wenn ich es nicht anhabe? Wir können ja sagen, es dürfen immer nur unterschiedliche Farben im Bild sein. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, das heißt, jetzt hättest du schon mal das nicht richtig gemacht, denn es ist zweimal blau im Bild. Hier ist blau und da ist blau. Oh, da mache ich die Jacke zu. Vor allem, mir ist richtig warm. Das Wetter ist heute so schön. Deshalb steht Gollum auch heute ohne Decke draußen, ne? Schau mal, ich habe jetzt gelb. Das ist doch so lila. Okay, was ist das für lila? Alt lila. Mhm. Grün. Ja. Aber ein anderer Grünton als ja, den, komm, den ich trage. Nee. Und blau. Nee, das sehe ich jetzt nicht so. Also das ist grünes Grün. Man kann jetzt nicht jeden einzelnen Mini-Farbunterschied da auswählen. Doch. Aber warte mal, ich habe sogar auch was mitgebracht. Und zwar einen bunten Strick. Oh mein Gott. Ja, der ist sehr bunt. Der passt der sehr gut zum Bunt-Video. Der ist wirklich komplett bunt. Den hat, glaube ich, irgendein Zuschauer dir geschickt. Ich habe den auf dem Dachboden eben gefunden. Oh, wie cool. Der ist voll schön. Den habe ich, glaube ich, noch kein Mal benutzt. Aber heute nicht. Ist der richtige Zeitpunkt. Schaut euch diese dreckigen Füße von Gollum an. Es geht oh, gar nicht. Oh Mann, der muss erstmal zur Pediküre, glaube ich. Ja, das Problem ist, unser Schlauch geht einfach gar nicht momentan. Seht ihr das? Wieso? Weil der abgestellt ist. Wegen Frost. Man sieht's. Frost. Und deshalb habe ich mir jetzt hier in die Gießkanne einfach ein bisschen Wasser gefüllt und hoffe, dass ich so jetzt die Füße ein bisschen sauber kriege. Da steht Lucy drauf. Das ist Lucys Gießkanne. Ja. Darfst du die überhaupt benutzen? Ich glaube, ja. Du musst deine Jacke erst ausziehen. Du darfst nicht zweimal grün benutzen. Oh mein Gott, was ist das denn? Aber das passt mir ganz gut, weil mir eh mega warm ist. Ich bin heute der Schiedsrichter. Ich muss, glaube ich, ganz genau aufpassen. Nur Wasser hilft da nicht. Du brauchst eine Bürste. Ja, und jetzt gieße ich mal meine Blumen. Deine Blumen? Damit der Schweif ein bisschen wächst, oder was? Ja, genau. Ich finde, das sieht schon ein bisschen besser jetzt aus, aber ja. So richtig sauber wird es jetzt auch nicht. Jetzt fehlt nur noch der Nagellack in der passenden Farbe. Genau. Deinen Sattel darfst du aber nicht in Schwarz holen, ne? Du musst den Braunen nehmen. Wieso humpelst du so? Ach, es ist so schwer. Ich weiß nicht, was ich da drin habe in diesem Putzkasten. Hoffentlich aber Gold. Es sind keine Bürsten. Meine Stiefel habe ich schon angezogen. Ah. Das Problem ist, was ich jetzt habe, der Helm ist schwarz. Die Hose ist auch schwarz. Was macht man da jetzt? Oh, naja. Entweder reite ich in Unterhose. Nein, das mache ich nicht. Safety first. Deshalb, der Helm muss auf. Gollum, komm her. Du musst geputzt werden. Nö. Darfst du überhaupt den schwarzen Putzkoffer benutzen? Ja. Schau mal, das darf ich benutzen. Orange. Aha. Und grün. Du darfst jetzt aber nur den orangen Part der Bürste benutzen. So, oder was? Das ist aber auch schon wieder blau, Hella. Ja, aber das ist ein anderer Blauton. Das ist wirklich ein anderer Blauton. Ne? Das ist hellblau. Und dazu ein grüner Strick. Ja, das ist auch das, okay. Das ist in Ordnung. Wo sind die Bürsten? Du hast die. Nein, ich habe die wirklich nicht, Hella. Was ist denn hier drin? Was ist das? Haarspray. Nein. Doch. Nein. Doch, Hella. Nein, das brauchen wir. Doch, Hella, in jedem Farbvideo. Wir drehen kein Farbvideo. In jedem Farb. Doch, es ist. Ist das bunt oder was? Das Nein, ist rot. Nein, rot. Ja, rot hast du noch nicht. Nee. Doch. Nein, das geht gar nicht. Doch, Hella. Nein, das mache ich nicht. Hör bitte auf, das ist richtig frech. Was passiert hier? Es reicht. Ich habe das jetzt mal eingeatmet. Das ist nicht gut. Nee, bitte lass es jetzt. Das sieht so schön aus mit diesem Rotstich. Hör bitte. Hör auf! Das ist richtig frech. Wir müssen umziehen, so geht's nicht mehr. Das Laufband ist viel zu laut für unsere Aufnahmen. Deshalb gehen wir jetzt hier nach vorne. Die einfach. Wahrheit ist, Gollum ist einfach ein Schisser. Nein. Also, er mag schon nicht so gerne, aber es ist auch echt laut für das Video jetzt. Gollum hart einfach so doll jetzt in der Fellwechselzeit. Das ist so krass. Er hat fast gar keine Haare gefühlt. Also, doch. Valentino müsste doll haaren. Auf den bin ich ja gespannt. Ja, der hat auch mega doll. Also, jetzt darf ich wohl nur das orangene Teil der Bürste verwenden. Also, muss ich das hier jetzt so umklappen? Ja. Sehr gut. Perfekt.
Ja, das wird bestimmt spaßig. Ja, super. Wow, Hammer. So wird Gollum bestimmt richtig schnell schön sauber. Ja. Ne, Tom? Kann sich nur um Stunden handeln. Ich habe jetzt 4 unterschiedliche Bandagen mitgenommen. Ah, in jeder Farbe eine? Genau. Sehr gut, daran habe ich jetzt nicht einmal mehr selber gedacht. Einmal in Rot, einen Rosa, einen Blau und einen Grün. Okay, die darfst du nur nicht dran machen, während das hellblaue Hälfte dran ist. Das ist wirklich dein Ernst. Ja, so sind die Regeln, Hella. Da kann ich auch nichts dran machen, du. Oh, Tom. Du hast ja gesagt, nur das, was im Bild ist. Ah, okay. Dann und du filmst dann einfach seinen Kopf nicht. Ah, okay. Schauen wir mal. Gollum, du wirst heute ein richtig bunter Vogel. Ja, das ist ja doch eh schon. Und fertig. Der Blaue ist auch fertig. Aber trotzdem ist das hier vorne immer noch rot für mich. Und was und jetzt ist das? Kommt noch mehr rot. Ja, das ist beides rot. Das sieht aber so pinklich aus, ne? Pinkelig. Mhm. Okay. Und die letzte pinkliche Bandage ist auch dran. Neues Adjektiv. Pinklich. Ja, pinklich. Ich hatte eigentlich noch eine Abschwitzsäcke mitgenommen. Mhm. In Mint. Jetzt fällt mir aber auf, dass ich die Bandage jetzt in derselben Farbe habe. Außerdem wäre es eh viel zu warm dafür, oder? Ja, es ist mega heiß. Jetzt kriegt er diese wunderschöne lilane Schabracke drauf. Wow. Lila haben wir jetzt auch noch gar nicht, wie man sehen kann. Mhm. Nur das Problem ist, ist das ein anderer Ton? Das ist beides lila. Bei mir ist jetzt schon mega warm und ich glaube, beim Reiten muss ich die Jacke echt ausziehen. Das hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Du hast doch deine Outfit zusammengestellt. Da hättest du doch mal dran denken können. Ich dachte halt, ich muss das nicht ausziehen. Hast du keine andere Schabacke hier? Hast du nicht diese blaue? Ja, guck mal, wenn du das dann ausziehst, dann kannst du die blaue Schabacke da auflegen. Das ist eine gute Idee. Ich würde mal ganz schnell die Jacke ausziehen, Hella. Aber flotte Karotte. Oh, ja. Erstmal kriegt er eine Möhre. Wieso? Was hat er gemacht? Die ist orange und er ist einfach süß. Oh nee, meine Haare fühlen sich wieder so wie Stroh an mit diesem Spray da drin. Das ist doch nicht dein Ernst, Tom. Ja, das gehört zum Farbvideo dazu. Ja. Was machst du da? Das ist noch eine Möhre, die ich aufbewahre. Wofür? Viel später. Jetzt muss ich das Halfter ja mal schnell abnehmen. Ja, das wird echt Zeit. Gollum, lauf, du bist frei. Lauf. Wir müssen jetzt erstmal eine halbe Stunde im Schritt aufwärmen. Oh nee. Ja. Und Tom, wir wollten dich fragen. Also eigentlich wollte Gollum dich fragen, aber ich spreche das jetzt mal aus. Kannst du uns Stangen aufbauen? Oh. Schon mal zu Gollum kannst du doch nicht Nein sagen. Er wollte das unbedingt, hat er mir gesagt. Glaube ich nicht. Doch. Naja, was soll ich sonst in der halben Stunde machen? Mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ja. Dafür war die Möhre also da. Aha. Also wir haben jetzt grün, braun, grau und gelb. Die Abstände sehen auch gut aus. Was machst du da? Ich baue einen ganzen Parcours auf. Tom, mir ist irgendwie voll kalt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann was mache ich denn jetzt? Aber die blaue Jacket kannst du mir ist richtig kalt. Nur die grüne. Ja, dann ziehe ich die grüne an. Eine ganz wichtige Sache haben wir noch vergessen. Was denn? Ich habe hier ganz viele Schleifen mitgebracht. Die haben wir nie im Farbvideo, Hella. Ja, ich muss jetzt halt eine Schleife finden, die wir noch nicht als Farbe haben. Orange haben wir noch nicht. Okay. Machen wir die einfach hier so in die Mähne rein. Mir egal. Sieht voll schön aus. Gelb, weiß. Wie schön. Wow. Lila? Lila, haben wir das nicht? Das war dein T-Shirt, aber du hast jetzt wieder eine Jacke Stimmt. an. Pink. Rosa? Das kommt hier hinten zu meinen roten Haaren. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, dass ich dieses Outfit wirklich so schrecklich finde. Jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich, geht's einfach gar nicht. Alles kunterbunt, keine Farbe passt irgendwie zu der anderen. Weiß ich nicht. Also ich liebe es ja eigentlich bunt und ausgefallen, aber das ist mir selbst zu extra. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Gollum und ich ja jetzt wieder so lange reiten dürfen, wie wir wollen. Das ist echt mega cool, dass er jetzt schon wieder so gut antrainiert ist. Ich passe natürlich immer auf, dass ich Gollum jetzt nicht überstrapaziere und mache dann auch immer lieber weniger als zu viel. Wir dürfen ja auch ganz bald wieder anfangen zu springen. Da freue ich mich auch mega dolle drauf. Und deshalb hat es auch richtig gut gepasst, dass Tom uns hier die Stangen aufgebaut hat und wir uns dann einfach wieder so ein bisschen einfinden können. Und er hatte uns ja noch die Pylonen aufgestellt, wo ich eigentlich durchreiten wollte. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Also hier habe ich es tatsächlich das erste und auch letzte Mal hingekriegt. Naja, und dann habe ich hier auch nochmal versucht, am Halsring einen fliegenden Galoppwechsel zu springen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also Gollum ist den zwar nachgesprungen, aber besser als gar keinen Wechsel, würde ich mal sagen. Und dann haben wir auch nicht mehr viel gemacht, weil es im Vergleich zu den letzten Tagen wirklich richtig warm war. Und dann waren wir fertig. Jetzt ist mir wieder richtig heiß. Hast du irgendwas Lilanes an dir? Nee. Nee. Doch, gehabt. Die Schleife. Die Schleife. Die muss ganz schnell raus aus dem Bild. Also ich muss sagen, du hast meinen Parcours mit einer 8 gemeistert. 8,0 habe ich bekommen. Ja, 8,0. Krass, wow. Von 500. Au! Da gibt's Schläge mit der Gerte. Au! Wie frech spinnst einfach. Du? Erst sagst du 8,0 und dann...
Von 500. Von 500. Ja, du hast es erst nicht geschafft, dass die engen Wände müssen da sitzen, du. Ich habe es echt nur einmal geschafft. Das ja. war echt zu schwer. Ein anderes Level war das. Jetzt muss Gollum nochmal für euch flämen. Hella hat übrigens die Jacke wieder an, weil ihr schon ja, wieder kalt schon wieder war. Gut. Naja, er schnappt einfach. Ah, okay. Das war doch gut. Ja, Schnappi. Wie süß er einfach ist. Wir kriegen Besuch. Und was hast du für einen coolen Pulli an? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Fresh? Die Kutsche steht bereit und Lulu kümmert sich schon um Valentine. Lulu hat's versaut. Nein, das darfst du jetzt nicht mehr benutzen. Oh, schau mal, wer hier ist. Sie ist schon seit einer halben Stunde im Video. Oh. Hella hat es noch gar nicht Ja, ich habe Gollum noch weggebracht und die Bandagen noch abgemacht und alles. Zum Glück ist Valentino relativ sauber heute. Ich habe die doch schon geputzt. Einfach davon ausgehen, dass Valentino sauber ist, obwohl Lulu schon geputzt hat. Schau mal, Tom, das ist rot. Ja, genau. Genau, nein, beim Kutschgeschirr haben wir auch keine Wahl. Ja, das gibt's nur in schwarz, ne? Ja. Kann da sonst noch ein bisschen rotes Haarspray drauf sprühen? Nein. Aber Valentino braucht auch eine Schleife. Er bekommt einen lila, ne? Ich glaube, besser ist im Schweif, dann sehen wir das auch, wenn wir gleich mit der Kutsche losfahren. Dann kriegt er noch eine zweite. Ich habe ja genug dabei. Achso. Was ist das für eine Farbe? Rosa. Ich muss die Schleife nochmal rausnehmen. Lulu macht die Schleife wieder dran. Perfekt. Oh, wie süß. Schaut mal, das habe ich ganz vergessen. Ich hatte noch Mini-Bandagen für Valentino im Petto. Ja. Die machen wir jetzt noch dran. Zwei Stück oder wie viele? Ja, nur zwei. Hä? Du hast auch welche in Rot für ihn. Ja, eigentlich schon, aber habe ich jetzt keine Lust mehr dran. Hast du wieder bei in Rot? Ja, hätte ich. Ja, dann mach die auch dran. Diese Bandagen sind so mini klein. Was macht der? Ich weiß es nicht. Oh. Wie süß einfach. Die andere wird jetzt in Rot. Nice. Ich finde, das sieht auch voll schön aus. Ich finde, beide Farben stehen Valentino so gut. Lulu, steigen Sie auf. Okay. Quetsch dich hier ran, dann kann Tom da auch noch. Nee, ich sitze hinten. Ich sitze hinten. Du sitzt hinten? Ja. Okay. Dann kannst du ja jetzt losgehen. Ich muss ehrlich sagen, die Reifen sind fast platt. Wie? Ich glaube, wir müssen mal bei deinen Eltern aufpumpen. Schau dir das mal an. Oh Gott. Die sind echt ein bisschen platt. Kleiner Boxenstopp bei meinen Eltern, beim Paddock. Ich glaube, das ist mal wieder so das, was keiner macht. Was denn? Mit dem Pony vor der Kutsche die Reifen aufzupumpen. Das mache ich jetzt mit allen Reifen und dann können wir weiterfahren. Valentino hat jetzt auch noch auf die Einfahrt geäppelt. Schlimmer geht's nicht. Oh Mann. Spürt ihr die aufgepumpten Reifen? Gleich viel besser. Mit Valentino ging's richtig ab. Ich liebe ja diese Tage, wo er von sich aus so motiviert ist und richtig schön galoppieren möchte. Dann haben wir dieses Stoppelfeld hier gesehen und dachten, das ist unseres, da müssen wir jetzt erstmal drüber fahren und sind da dann erstmal drüber getrabt und dann auf der anderen Seite angekommen. Fahre ich sonst ja einfach immer geradeaus weiter, aber da dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach mal den Berg hoch, um auch zu überprüfen, ob er brav da lang fährt, da wo ich ihn hinfahre und nicht auf eigene Faust, so wie sonst immer, geradeaus einfach weiterfährt, aber den Test hat er auf jeden Fall bestanden. Los Mops, die guten Bandagen. Oh, ah. Die Bandagen, deshalb mache ich nie welche dran. Hier ist jetzt überall Matsche. Oh nein, wie sehe ich denn dann jetzt aus? Genauso wie die Sitze. Oh nein. Schlimm. Was? Habe ich alles abbekommen? Ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich einfach bin, dass Valentino so ein sicheres Kutschpony ist. Es macht richtig dolle Spaß, mit ihm zu fahren. Und dann waren wir auch schon wieder auf dem Rückweg. Gut, Valentino. Super. Gut. Aussteigen, Lulu. Und jetzt bedanken bei der tollen Fahrt. Dankeschön, Valentino. Dankeschön. Geschafft, Mops. Ah, ja. Da fällt die Schleife runter. Nicht essen. Hier, nicht Valentino, essen. Ich habe noch was für dich, weil du so brav warst. Möhre. Oh. Schau ihn an, er hat mega geschwitzt. Er ist einfach nur nass geworden, als er durch die eine kleine Pfütze gelaufen ja, ist. Ja, genau. Zurück. Ich bin auch komplett dreckig und nass geworden irgendwo. Das war's mit dem Video von uns. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes drehen sollen. Valentino hat gar keine Lust mehr. Der geht einfach aus dem Bild raus und rennt weg. Tschüss. Ja. Tschüss, Valentino. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ach, Gras. Mmh, lecker Schmecker.